Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Facebook Live. Mein Name ist Andreas Klamm. Ich höre noch ein bisschen mit den Ton von der Pressekonferenz mit Präsident Wladimir Putin. Ich melde mich aus der Vorderpfalz, G8-Gipfel, Meinungen, Kommentare, Eindrücke und Informationen. Der G8-Gipfel, Entschuldigung, ich war 2007 beim G8-Gipfel. Irgendwie ist das Thema G8-Gipfel drin. Ich korrigiere, mir geht es leider immer noch nicht gut. Natürlich G20-Gipfel. Ich bitte um Entschuldigung. G20-Gipfel. G20-Gipfel. Meinungen, Kommentare und Informationen. G20-Gipfel in Hamburg. 2007 ist es mir gelungen, da durfte ich dabei sein, in Heiligendamm. Leider hatte ich 4 schwere Unfälle und bin leider an einer chronischen Polyarthritis erkrankt, an einer rheumatoiden Arthritis und seit 2 Jahren auf die Hilfe eines Rollstuhls angewiesen und derzeit auch noch aktuell mit Infektionen leider belastet, sodass ich jetzt leider nicht nach Hamburg reisen konnte. Das ist sehr, sehr traurig zum G20-Gipfel. 2 große Ereignisse, die ich leider nicht besuchen konnte. Einerseits den G7-Gipfel, heißt es ja jetzt inzwischen, nachdem leider Russland ausgeschieden ist bei der G8-Konstellation. Also nur noch G7-Gipfel, der zuvor in Italien vor etwa 11 Wochen stattgefunden hat. Und jetzt der G20-Gipfel. Das ist für mich als Fernsehproduzent, als Moderator, als freier Journalist und Fotograf natürlich ein Worst-Case-Szenario, was ich aber nicht verhindern konnte. Hier galt es natürlich, vernünftig zu sein und keinen Antrag auf Akkreditierung nach Berlin zu senden, wenn man weiß, dass man krank ist und dass es eben doch noch größere gesundheitliche Probleme gibt, dazu noch Infektionen. An der Seite meine Therapie und Ausbildungshündin, meine Therapiehündin in Ausbildung, Ayla. Das wären doch zu große Risiken geworden, die ich nicht alleine hätte bewältigen können. Dann hätte ich Unterstützung gebraucht, direkt in Hamburg, vielleicht auch außerhalb von Hamburg und hätte mindestens 1 oder 2 Begleiter doch gebraucht mit der Hilfe, mit Rollstuhl, dann auch noch Kameraaufnahmen, Ton gucken, dass das alles funktioniert. Das ist leider... Das war dann doch eine zu große Herausforderung, auf die ich leider verzichten musste. Nicht freiwillig, sage ich gleich dazu. Ich sende nicht freiwillig aus Ludwigshafen und der Vorderpfalz, sondern aufgrund von schwerer Erkrankung. Dennoch, die große Abschlusspressekonferenz zum G20-Gipfel, ich bitte zu entschuldigen, wenn ich ab und an aus der Erinnerung lebe, im Jahr 2007 beim G8-Gipfel in Heiligendamm, im Osten von Deutschland. Da durfte ich dabei sein, da durfte ich einer dieser 4.700 oder 4.800 Journalisten sein, die dabei sein durften und auch Fernsehaufnahmen, Radioaufnahmen machen und war damals Gott sei Dank auch live bei der Abschlusspressekonferenz dabei. Jetzt musste ich mir den Livestream angucken, mich damit begnügen, die Livestreams anzusehen. Es ging leider nicht anders. Es wird wohl auch noch nach Einschätzung meiner Ärzte sicherlich 12 bis 14 Monate dauern, um überhaupt wieder größere Projekte wagen zu können und zu dürfen. Präsident Putin beantwortete zahlreiche Fragen von einer ganzen Vielzahl von Journalisten. Er ist noch dabei, bei der Pressekonferenz diese zu beantworten. G20-Gipfel in Hamburg. Der Höhepunkt ist vorüber. Noch wird aber auch in Hamburg demonstriert. Die ersten Ergebnisse sind, ich denke vielleicht zusammengefasst, darf man die Erwartungen an einen solchen G7-Gipfel wie vor etwa 11 Wochen in Italien oder auch an einen G20-Gipfel nicht zu hoch ansetzen. Man darf sicherlich nicht zu viele Wunder erwarten, auch wenn sich die 20 wichtigsten Staats- und Regierungschefs melden. Eines ist nach den Erklärungen von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel klar, die USA werden in Bezug auf das Klima
Schutzabkommen einen Alleingang realisieren und wünschen dies auch so zu tun. Also es wird zwei unterschiedliche Wege geben, den Weg der Unterzeichner des Klimaabkommens von Paris, wenn Sie so wollen, auch unter Beteiligung von Europa, und es wird den eigenen Standpunkt, den eigenen Weg, die eigene Richtungsvorgabe der Vereinigten Staaten von Amerika geben. So viel ist bekannt. Das wurde im Abschlusskommuniqué wohl auch so speziell dargestellt. Die Kanzlerin hat das dargestellt oder erläutert mit dem Standpunkt, den Standpunkten von The States, the United States of America. Also die haben eigene Wünsche, Bedürfnisse und Standpunkte, und mit dem Standpunkt derjenigen, die das Klimaabkommen von Paris unterstützen und natürlich auch realisieren wollen, die es weitertragen wollen. Dazu zählt die USA nicht. So gibt es mindestens zwei, wenn nicht sogar drei unterschiedliche Positionen. Die Position der Vereinigten Staaten von Amerika unter der Führung und Leitung von US-Präsident Donald J. Trump. Die Position der Befürworter für das Klimaschutzabkommen von Paris und die dritte Position der anderen. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel konnte also diesen G20-Gipfel in Hamburg nicht zu dem vielleicht von vielen Menschen in aller Welt erhofften Klimaschutzdialog transformieren. Sie konnte nicht zur Klimaschutz Retterin oder zur Fusion aller Standpunkte bewegen. Die USA beharren auf ihren eigenen Standpunkt und auf ihren eigenen Weg, was das Klimaschutzabkommen anbelangt. Dennoch gibt es auch Positives vom G20-Gipfel, Gott sei Dank, zu berichten aus Hamburg, denn als positiv bewertet und das sicherlich von allen Beobachtern, nicht nur aus Deutschland, sondern sicherlich auch aus den USA, aus Russland, aus den Vereinigten Staaten von Amerika, von Deutschland, von Großbritannien und von vielen anderen Mächten in der Welt. Als positiv dürfte vermutlich die Begegnung, die erste persönliche Begegnung von US-Präsident Donald J. Trump und dem russischen Präsidenten, dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, bewertet werden. Erste Gespräche für Dialog, um ganz ernste und schwierige Konfliktprobleme zu lösen. Einerseits die Frage, wie geht es weiter im Nahen Osten, die Frage um Syrien, Jemen, wie können Wege gefunden werden für Frieden und Dialog, und natürlich dort auch dann die Frage in unserer Nachbarschaft, in der Ukraine, auch im Donbass, wie können dort Wege des Dialogs und des Friedens gefunden werden. Die Pressekonferenz mit Präsident Wladimir Putin ist vor wenigen Sekunden zu Ende gegangen. Er hat sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Durchweg, wenn man so die Kommentare, Sie können das auch selbst bei Facebook beobachten oder bei RT Deutsch, bei den Kollegen des russischen Staatsfernsehens RT Deutsch mit Simultanübersetzung. Ein wunderbarer Dienst, ein wunderbarer Service, der auch mal eine positive Erwähnung verdient hat. Es gibt dort eine simultan englischsprachige Übersetzung und eine simultan deutschsprachige Übersetzung, sodass jeder sich auch seine eigene Meinung bilden kann und Informationen sammeln kann, die er oder sie auch braucht. G20-Gipfel in Hamburg als positives Erlebnis und was sicherlich positiv bewertet werden kann. Und Deutschland ist ja laut dem Grundgesetz dem Frieden in der Welt verpflichtet. Die persönliche Begegnung des US-amerikanischen Präsidenten Donald J. Trump und des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und die ersten Gespräche, die gut gewesen sein sollen, nach mehreren Berichten, auch nach den Angaben von Präsident Putin,
waren die Gespräche gut und es gibt jetzt wohl auch ständige Mitarbeiterstab, einen Mitarbeiterstab, der sich mit den Fragen des Dialogs Russland und den USA beschäftigen wird. Was ohne Zweifel auch klar sein dürfte, ist, dass es Fragen in dieser Welt gibt, was ja auch die Präsidenten bestätigt haben auf die eine oder andere Weise, die ohne eine Zusammenarbeit und ohne einen Dialog zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika oder zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland, die ohne Dialog sicherlich nicht zu lösen sind. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel lobte ausdrücklich die Arbeit der Sicherheitskräfte und damit auch der Polizei, ausdrücklich von Polizei und der Sicherheitskräfte auch im Namen der internationalen Gäste und Staatsgäste, der Ehrengäste der G20-Staaten in Hamburg, die dort ja auch unter Umständen leider bei den Blockaden der Hotels Live-Zeuge wurden, wenn sie so wollen, und nicht immer so frei ihr Hotel verlassen konnten, wie sie sich es vielleicht vorgestellt hatten oder erwartet hatten. Und hier gab es ein ganz dickes Lob für die Sicherheitskräfte in Deutschland und für die Polizei. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel sagte in ihrer Abschlusspressekonferenz, dass sie sich angespornt fühlt von den friedlichen Protesten, die seien auch wichtig und dafür müsse es die Garantie geben, dass diese auch stattfinden können. Sie verurteilte eindeutig und unmissverständlich jedoch Gewalt und Plünderung, die polizeilich mit entsprechenden Maßnahmen verfolgt werden müssten, sagte Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Bereits im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg gab es sehr, sehr viele Diskussionen dazu, wie weit so ein Gipfel in Hamburg gerechtfertigt sei. Auch diese Frage wurde beantwortet. Hamburg hat sich ja auch für den G20-Gipfel entschieden und die weitere Beantwortung der Frage war natürlich, dass auch eine entsprechende Anzahl von Unterkünften, von Hotels in einer Stadt vorhanden sein müssen und dass man dann entsprechend die Infrastruktur auch einer Großstadt wie Hamburg, Hamburg ist ja die zweitgrößte Stadt von Deutschland, wenn ich mich nicht irren sollte, Berlin die größte Stadt, Hamburg die zweitgrößte Stadt. Man möge mich bitte korrigieren, falls ich Ihnen jetzt Unsinn erzählen sollte, aber soweit ich, wenn ich im Geschichtsunterricht irgendwo aufgepasst habe, dann müsste Hamburg die zweitgrößte deutsche Stadt sein und Berlin die größte Stadt, die größte deutsche Stadt mit knapp 4 Millionen, 3,5 bis 4 Millionen Einwohnern und Hamburg dann die zweitgrößte Stadt. Also eine Stadt, die normalerweise, denke ich, ein solches Großereignis wie ein G20-Gipfel durchaus auch mit Erfolg realisieren kann. Wenn wir an das OSZE-Treffen denken, dann ist es ja auch dort gelungen, eine Großveranstaltung auszurichten in Hamburg. Also Hamburg kann sicherlich über gewisse Erfahrung im positiven Sinne verfügen und auch es für sich beanspruchen, Großveranstaltungen wie einen G20-Gipfel ausführen und durchführen zu können mit Erfolg, ohne dass es dabei zu größeren Zwischenfällen kommt. Ich denke, das ist, glaube ich, auch gelungen, auch wenn es leider sehr, sehr schlimme Bilder gibt von Autos, von Menschen, die privat angezündet worden sind, von Autos, die Privateigentümern gehören. Da treffen vermummte und radikale Demonstranten sicherlich auch die Falschen, denn private Menschen, Bürger in einer Stadt, wo auch immer, ob Hamburg, Stuttgart, Köln, Frankfurt, gestalten ja nur indirekt Politik mittels Wahl, wenn überhaupt. Viele gehen nicht mehr zur Wahl, wie wir wissen. Die Wahlbeteiligung ist hier und da ja ganz erheblich gesunken und viele verzichten auf eine Wahl der klassischen etablierten Parteien wie CDU, SPD, FDP, CSU, Bündnis 90, die Grünen und viele andere Parteien. Also viele verzichten inzwischen schon darauf, ihre Stimme abzugeben
und zu den Wahlen bei Landtagswahlen oder gar bei Bundestagswahlen zu gehen. Das nächste große Ereignis steht bevor. Einerseits ist Global Forum im August, auch wieder ein internationales Großereignis. Und das nächste große Ereignis für Deutschland, September, 10 Wochen, 11 Wochen, inzwischen fast nur noch 10 Wochen. Dann die Bundestagswahl am 24. September 2017. Ich denke, die positiven Bilder von der Elbphilharmonie, von dem wunderschönen Konzert, aber auch von herzlichen, respektvollen Begegnungen, die zwischen den Staats- und Regierungschefs und den Ehrengästen in Hamburg stattgefunden hat, die kann Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel sicherlich für sich als Erfolg verbuchen. Daran dürfte wohl kaum ein Zweifel bestehen. G20-Gipfel, Meinungen, Eindrücke, Beobachtungen, leider aus der Ferne wegen schwerer Erkrankung. Ich hätte gerne, und das dürfen Sie mir glauben, sehr, sehr liebend gerne aus Hamburg live berichtet. Das ist mir wegen schwerer Erkrankung und gesundheitlicher Probleme leider immer noch nicht möglich. Und dafür bitte ich um Verständnis. Es wird auch noch längere Zeit dauern, größere Projekte realisieren zu können. Ich bin schon froh, wenn ich ab und an einen Live-Beitrag senden kann und natürlich dann auch die gewohnten Produktionen, die ich mit Videoschnittprogrammen, also als fertige Fernsehbeiträge, auch in meinem YouTube-Kanal zeige. youtube.com/AndreasKlamm. Dort finden Sie dann auch meine Vorproduktionen, das heißt also die Sendungen, die nicht live produziert werden, sondern eben vorproduziert werden und dann gesendet werden, nicht als Livestream. Die experimentellen Livestreams bei Facebook haben die Einschränkungen, dass ich Ihnen leider keine Fotos, keine Bilder zeigen kann, noch nicht. Ich suche noch nach einem guten, schönen Programm, mit dem das möglich ist. Aber wenn ich dann von dem Smartphone sende, wie jetzt, von unterwegs gewissermaßen mobil, auch von kleineren Touren und Reisen mit meiner Assistentin an der Seite, dann wird das wahrscheinlich auch nicht möglich sein. Schnell noch Bilder live. Das ging dann nur über cloud-basierte Dienste und was die kosten, das können wir uns vorstellen. Da geht es dann um Kosten von zum Teil 1.000 € pro Monat und mehr. Nun werden ja meine freien Fernsehsendungen als freier Journalist und freier Fernsehproduzent und Radioproduzent leider nicht aus der Gebührenkasse der GEZ finanziert. Das heißt, da fehlen die Unterstützer und leider auch die finanziellen Mittel, sodass ich zwar in Live irgendetwas erzählen kann oder wenn ich unterwegs bin, dann auch die Kamera mal umschalten kann. Das mache ich jetzt nicht, weil dann sehen Sie nur eine Trennwand, die nicht besonders schön aussieht, die halt eben funktionell funktionieren muss. Also Sie würden dann jetzt nur eine Trennwand sehen, wenn ich die Kamera umschalte. Das wäre jetzt nicht so erquickliches Bild, deshalb lasse ich das jetzt sein. Aber unterwegs kann ich natürlich auch die Kamera umstellen und könnte dann beispielsweise auch den Luisenpark in Mannheim vorstellen mit der Vogel- und mit der Tierschau im Beispiel. Oder in Hamburg hätte ich dann natürlich die Staats- und Ehrengäste ganz gerne gezeigt und ihnen natürlich auch die Bilder präsentiert, die sie ja jetzt zum Teil bei CNN sehen konnten, bei BBC zum Teil noch sehen können, die Tagesschau, aber auch über YouTube und Facebook Livestreams und weitere Livestreams. Die kann ich Ihnen jetzt leider noch nicht zeigen, weil es die Option via Smartphone noch nicht gibt und natürlich via Facebook dann auch noch gleich einen Stream oder Fotos oder sonst was einzublenden. Das wäre natürlich schöner. Dann könnte ich Ihnen auch einige Dinge zeigen, über die ich spreche. Dafür braucht man spezielle Computer, eine Bildregie im Grunde genommen und natürlich auch Software. Das war so ein kleiner Zwischenstand. G20-Gipfel in Hamburg. Viel Turbulenzen, aber auch ein erfreuliches Ergebnis. Erfreuliches Ergebnis. Es ist ein Anfang gemacht des Dialogs, des Gespräches zwischen dem US-amerikanischen Präsidenten Donald J. Trump und dem russischen Präsidenten, dem Präsidenten der Russischen Föderation und von Russland, Wladimir Putin. Und ohne Dialog lässt sich natürlich Frieden nicht verwirklichen. Frieden in dieser Welt brauchen wir. Es gibt etwa 34 plus minus, mal sind es weniger, mal sind es etwas mehr. Es gibt 34 kriegsähnliche Konflikte in dieser Welt oder gar Konflikte, die man durchaus auch als militärische Auseinandersetzung
bezeichnen kann. Daher ist jedes Engagement für Frieden sehr, sehr wichtig im ureigensten Sinne von allen Menschen, von allen Tieren und natürlich auch von Natur. Denn ein Klimaschutzabkommen, ob jetzt mit den USA oder ohne den USA, wir haben jetzt gelernt, die USA werden den Alleingang gewissermaßen, den Sonderweg, den eigenen Weg fortsetzen. Es kam nicht zu einer Einigung auf dem G20-Gipfel in Hamburg, sondern die USA geht ihren eigenen Weg mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Vorstellungen, mit eigenen politischen Überzeugungen und Anschauungen. Da wird ja auch die Theorie um den Klimawandel diskutiert, wie weit sie zutreffend ist oder auch nicht zutreffend ist. Die USA geht ihren eigenen Weg in Sachen Klimaschutz und die Befürworter des Klimaschutzabkommens von Paris wollen an ihren Überzeugungen und an ihren Plänen festhalten und ihre Ideen umsetzen. Soweit, so viel ist inzwischen bekannt aus Hamburg zum G20-Gipfel, der jetzt sein Ende findet am zweiten Tag, Samstag, 8. Juli 2017. Das war eine erste kleine Einschätzung, eine erste kleine Zusammenfassung. Einige Eindrücke werde ich Ihnen später noch präsentieren und einige Worte dazu erzählen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Allen Menschen, denen es jetzt wie auch mir nicht besonders gut geht, wünsche ich vor allem das, was wir uns ja alle wünschen: Gesundheit, Glück, Frieden und Liebe und Wohlergehen. Bis demnächst, Ihr Andreas Klamm bei Radio TV IBS Liberty und bei Andreas Klamm live zum G20-Gipfel. Es gibt noch eine weitere Sendung zum Thema G20-Gipfel, weil es eben auch ein sehr wichtiges Thema ist. Vielleicht heute Abend, vielleicht aber auch erst am Sonntag. Ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen. Erste Einschätzung, positives Erlebnis, das Gespräch, der Dialog zwischen den USA und Russland, zwischen dem US-amerikanischen Präsidenten Donald J. Trump und dem Präsidenten der Russischen Föderation und von Russland, Wladimir Putin. Ein positives Erlebnis, ein wichtiger Anfang, Dialog für Zusammenarbeit, für Kooperation und für Frieden. Das ist wichtig in diesen Tagen. Auf hoher Ebene, auf Präsidentenebene. Und das Internet macht es noch möglich, Es soll ja Einschränkungen geben. Die Vernetzung der Welt, der Menschen in Deutschland, in den USA, in Russland, in Japan, in China, wo auch immer. Das Internet macht Gott sei Dank eine Vernetzung von Menschen aus aller Welt ein Stück weit möglich, wenn man es für das Positive nutzt. Man sollte es für das Gute nutzen. Das ist natürlich wichtig, dass man es für das Gute nutzt. Mit dem Internet ist es wie mit dem Wasser. Man kann mit dem Wasser Menschenleben retten. Und man kann mit viel zu viel Wasser, mit Überflutungen natürlich auch das Leben von Menschen gefährden oder auch von Tieren. Daher gilt es immer, der behutsame Einsatz, die behutsame Nutzung des Internets im Auge zu behalten, daran zu denken, es für das Gute zu nutzen und nicht für das Schlechte zu nutzen. Also ähnlich wie mit Wasser, man kann mit Wasser Leben von Tieren und von Menschen retten und wenn zu viel Wasser, beispielsweise bei Überflutungen, dann kann Wasser auch eine tödliche Gefahr darstellen. So gilt es auch beim Internet abzuwägen, es für das Gute zu nutzen, das Gute möglich zu machen, Dialog, Gespräche, Verständigung, Freundschaft, internationale Verständigung, das ist natürlich das Gute im Internet. Es gibt dann aber auch die anderen Bereiche, Darknet oder so, mit Kriminalität, das wäre dann das Negativbeispiel. Auf das wir gerne verzichten. Wir nutzen das Internet für Verständigung, für Freundschaft, für Dialog, für Verständnis, auch zur Bildung, zum Transportieren von Meinungen, von Informationen über Grenzen hinweg, so wie es ja auch im Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte garantiert wird. Freie Meinungsäußerung und Informationen über Grenzen hinweg, ungeachtet von Grenzen zu suchen. Ich danke vielmals. Bis bald, Ihr Andreas Klamm.